Hallo Freunde, wir haben heute den November, den 23. Das Jahr zufällig auch 23 und heute wollte ich ein bisschen so den Stand, den Durchschnittsverbrauch, meine Fahrtstrecke einfach nochmal festhalten und mit euch teilen. Diese 5,4, die wir da sehen, das ist mein Durchschnittsverbrauch auf den letzten 5000 Kilometern schätzungsweise. Da müsst ihr noch mal genau nachhalten, aber in etwa 5000 Kilometer, das kommt schon hin. Ist, finde ich, gar nicht so wenig, muss man aber auch sagen, wirklich vom Fahrprofil her, hatte ich vorher 5,2, dann bin ich nach Süden gefahren. Eigentlich die meiste Zeit Vollgas, bis auf Baustellen oder wo, also wo begrenzt war, bin ich natürlich, habe ich mich an den Regeln gehalten. Wo es nicht begrenzt war, Vollgas gegeben. Teilweise 200, 180, 170, also wirklich schon das Auto gut ausgereizt. Als ich ankam, lag ich bei 6,8, was ja jetzt erstmal nicht wenig ist für so ein Hybrid, muss man dazu sagen. Rückfahrt bin ich sachte gefahren, 120, 130, hat er mir 4,4 angezeigt, also vollkommen in Ordnung. Jetzt muss man sagen, natürlich jetzt im Winter, also wo es kühl ist, ist es natürlich auch ein bisschen mehr als im Sommer, ne? Also bis der Motor warm gelaufen ist, dann auch die Sache, dass du auch den Innenraum heizt und so weiter, das verbraucht natürlich alles wertvolle Energie, die dann entsprechend auch zugefügt werden muss. Das ist nun mal so, Fakt, kann man nicht ändern. Trotzdessen denke ich mal, im Durchschnitt dafür, dass ich wirklich nicht sparsam fahre, sondern auch gerne auch mal zügiger fahre, 5,4 auf den letzten 5000 Kilometer, also kann ich echt mit leben, finde ich erstmal absolut in Ordnung. Mir schreibt der ein oder andere, also ich hatte jetzt ein letztes Kommentar vor Augen, da schreibt einer, ey, ich habe meinen Golf und damit fahre ich 150 und habe 5,5 Verbrauch. Finde ich gut. Ja, also jeden das seine natürlich. Ne? Also ich muss ehrlich sagen, 5,5 beim Golf. Wir hatten auch einen Golf und da 7 bei vernünftiger Fahrweise lag er eigentlich nie. Ein 6er Motor, 100. Ich glaube 16 PS oder irgendwie sowas, FSI-Motor, also kein Turbo, FSI-Motor damals noch, der angeblich ja sehr sparsam sein sollte. So sparsam war der jetzt nicht. Gut, die neueren Motoren, ich weiß jetzt nicht, kann ja sein, dass sie jetzt noch sparsamer sind. Mein Bruder hat auch einen Golf, 1,2er mit 110 PS oder sowas oder 105 PS. Wenn er sparsam fährt, dann liegt er auch irgendwo bei 5, aber dann ist er auch wirklich sparsam unterwegs. Also wirklich nicht so, wie man mit diesem Hybrid fährt. Das muss man sagen. Der hat 1,2er Maschine, hier haben wir eine 1,8er Maschine mit 136 PS, also deutlich mehr Leistung. Also kann man, glaube ich, auch nicht wirklich miteinander vergleichen. Ich wüsste gerne, wie viel Leistung der Golf hat, der mit 5,5 unterwegs ist. Also wäre für mich interessant, aber gut. Also wie gesagt, jeden das seine, wenn ein sein Auto glücklich macht, ich bin mit dem glücklich, ist das auch vollkommen in Ordnung. Ne? Und natürlich sind die Turbomotoren, die neuen, die sind gar nicht mal so verkehrt. Ich kann mir aber jetzt nicht vorstellen, dass sie tatsächlich an Hybridmotoren drankommen. Also wir reden von Turbobenziner. Ne? Ja. Mit vergleichbaren Hubraum bzw. PS-Zahlen. Davon muss man natürlich auch ausgehen. Ja, Freunde, also das war jetzt so ein bisschen kleiner Bericht von mir, was der Wagen so verbraucht. Ne? Also man merkt deutlich, also im Sommer bin ich unter 5 gefahren, ne? Da lag ich irgendwo bei 4,5. Jetzt im Winter wird der Wagen irgendwo bei 5,5 liegen. Finde ich in Ordnung. Also das waren jetzt Hin- und Rückfahrt 1000 Kilometer insgesamt, die ich da abgefahren bin. Und insgesamt habe ich für 110 Euro getankt, also 11 Euro auf 100 Kilometer. Kann ich echt gut mit leben. Klar, die Preise sind auch gestiegen. Früher hätte man das Ganze auch mit normalem Auto locker machen können. Ist heute halt nicht mehr. Ne? Ja. Ja, ich denke mal, das war's von mir erstmal.
Ich danke euch fürs Zuschauen. So ein kleines Zwischenbericht von mir, was der Wagen so haben möchte von mir. Ne? Gegenleistung. Tankt den fleißig. Das war's. Also ich bin wirklich super zufrieden. Auch hier von der Wagen fährt einfach nur. Ne? Der möchte von dir nichts. Fahr. Fertig. Das war's. So. Ja. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Danke für eure Abos und Likes. Also machen wir mal aus, mal gucken, was die Strecke jetzt war. 6,6, schnell weg. Ja. Aber Kurzstrecke halt, ne? Von der Arbeit hier hin, Kurzstrecke, klar. Ist halt entsprechend mit Verbräuchen verbunden.